Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Ja, jetzt schwimmen wir hier ein bisschen rum. Ich habe ja den Fisch. Dadurch kann ich hier noch mal oben kurz noch gucken. Okay, ich muss erstmal unten rum. Bin schon gespannt, was wir im Meer alles finden. Muskelflossen und diese Seepferdchen, die kann ich umbringen, aber eben kurz überspringen. Ja, die sind tot. Das ging recht schnell. So, was finden wir hier? Hier sind diese Strömungen, an denen man nicht vorbeikommt. Gleich mit Tempo? Nee. Dafür muss es irgendeine Spezialfähigkeit geben. Naja. Gucken wir erstmal hier lang. Oh, das wird lustig, ganz bestimmt. Erstmal hier unten. Oh Gott, das ist ein Stromrätsel. Hier ist eine Kiste. Mit einem Level-Abzeichen. Okay, hat sich schon mal gar nicht gelohnt. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis ich hier alles gefunden habe. Okay, jetzt bin ich hier. Ist einer von euch besonders? Kenne ich einen von euch nicht? Ja, dich kenne ich nicht. Nautlied. Der ist gegen Wind schwach. Und einer von denen ist ein Tanuki. Vielleicht kriege ich dich hier mal zur Abwechslung. Okay, ich mache erstmal wie immer den Säuresturm. Und habe zweimal Rüstungsbruch bekommen. Jetzt kann ich Kraft verwenden. So, und Eissturm. In der Hoffnung, Frost zu bekommen. Naja, zweimal. Autsch. Das nennt man eine Prügeleinheit. Okay. Gewitter. Vor allem, weil es auch beim Tanuki gerade mega Schaden macht. Du einmal Teamplay. Du bist gerade eher blindet. 25er Boost. Alter, Sven wird gleich recken. Sven kann OP sein. Sven, du hast schon den riesigen Booster, ich gönn's dir. Richte ihn hin! Mann! Aber wenigstens Silber bekommen. Ich habe weder von diesem Nautilid noch von Tanuki ein Ei bekommen. Oh Gott, und jetzt kommt hier noch ein Rätsel. Oder was ist denn noch mal hier so eine Rundfahrt? Nein, ich wollte in die Mitte. Da kann man doch ganz bestimmt hin, wenn man gut genug ist. Ja, geschafft. Und hier ist nur ein Kampf, den ich überspringen muss. Na toll. Und alle tot. Hat sich auch überhaupt nicht gelohnt, außer für das Level-Up. So, du kriegst jetzt endlich erstmal Luftmanöver. Weil das betrifft auch Zip. Du kriegst Entzünden. Damit die erhöhte Version davon jetzt nicht so viel bringt. Und Honey, was gebe ich dir? Bessere Eisspeersalve. So, und Yannick, irgendeine Heilfähigkeit, die ich verstärken kann. Nee. Geteilte Regeneration. Ach komm, dann macht Rüstungsbruch wenigstens mehr Schaden. Beziehungsweise ist es schlimmer für den Gegner.
Ich erkunde das Gebiet hier eh vollständig, Leute. Darum braucht ihr euch keine Sorgen machen. Okay, ich würde mal sagen, hier ist die Höhle. Weil hier gammelt der eine Typ. Nee, hier gammelt Julia. Hallo? Das hier ist doch irgendwie verdächtig, oder? Das passt doch zu dem Hinweis wieder nicht. Es braucht 3, um den Schlund der Bestie zu betreten. So ungefähr war es doch. Ich habe die Schalter auf dem Boden schon ausprobiert. Aber nichts passiert. Steine drauf zu legen hilft jedenfalls nicht weiter. Ich schätze, der Hinweis soll bedeuten, dass wir 3 Leute brauchen. Vielleicht ist noch jemand in der Nähe, der uns helfen kann. Okay, ich muss den Typen holen. Ich habe vorhin Leonard gesehen. Er war in der Höhle direkt über uns. Ich konnte ihn da finden und ihn überzeugen, mit uns zusammenarbeiten. Ich weiß, das würde wahrscheinlich nicht einfach. Es ist immer so schrecklich von sich überzeugt. Vielleicht hilft es, wenn du ihn mit einem guten alten Hüteduell besiegst. Okay, das mache ich jetzt aber nicht sofort. Ich würde gerne erst noch den Rest erkunden, bevor wir da weitergehen. So, nach unten drücken. Jawohl. Ja, die Starren, die brauchen mich ja nicht interessieren. Ich habe den Fisch. Hab nichts gesagt. Muss schon so ein bisschen aufpassen, wo ich lang schwimme. Oh, hoffentlich gibt es eine gute Belohnung hierfür. Aua. So, was ist meine Belohnung? Ein Azurjuwel. Die kann ich auch nur für 500 kaufen. Und ein Diadem, das war es auch nicht wert. Okay, komplette Zeitverschwendung. Vor allem ist es ja nicht so, als hätte ich schon 3 Diadems. So, jetzt erstmal gucken, was wir hier noch rechts in dem ganzen Biom finden. Vor allen Dingen muss ich hier noch ein bisschen mehr erkunden. Okay, da will ich von rechts irgendwie kommen. Das heißt, hier jetzt hoch. Und ich will einen weiter nach rechts. Was von hier aus aber nicht geht. Okay, hier kann ich nur hoch. Dann kann ich hier nach rechts. Dann nehme ich jetzt den zweiten Weg nach unten. War auch die richtige Entscheidung. So, und jetzt würde ich gerne erstmal oben gucken. Nehme extra rechts. Okay, wäre egal gewesen. Jetzt will ich irgendwie da runterkommen. Okay, ich will erst nach unten. Gut, dann schwimme ich hier ein bisschen tiefer. Komme ich hier dann raus. Und dann kann ich gleich den anderen Weg unten nehmen. Und somit dann wieder zurück. Alles legitim hier. Oh, was seid ihr denn für Pufferfische? Dornfische. Die sind sogar Level 31. Okay, die werden hier langsam stärker. Kraft. Oh, ich habe den Booster gleich dreifach auf dem guten alten Zwanni. Oh, das wird denen so wehtun. Ich sollte vielleicht Gewitterstufe 3 echt holen. Weil viele von denen haben echt eine Schwäche. So, einmal Eissturm. Jawohl. Frost und Gift bekommen. Autsch. Okay, ihr seid gute Wassermonster. Mehr oder weniger. Ich mache jetzt trotzdem einmal Säuresturm wegen Rüstungsbruch. Dann als nächstes Teamplay.
Und Stirn. Oh, das hat richtig gut gezogen. Ich habe zwei instant gekillt. Der dritte stirbt jetzt auch. Weil Sven bereit ist. Sein Federsturm des Todes. Ich habe sogar ein Dornfischei bekommen. Du kannst bestimmt auch schwimmen, oder? Bist du ein guter Kämpfer? Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. So. Er hat das bessere Schwimmen. Damit kann ich durch die Strömungen schwimmen. Also ich kann mit ihm da einfach durchschwimmen. Okay. Kai muss ich dann austauschen, weil der Dornfisch ist einfach besser. Es tut mir leid. So, ein Kampf, den ich überspringen kann. So, der Kampf ist vorbei. War auch mega easy. Ein Lukan-Ei und Zeiko hat ein Level-Up. Warum gehe ich auf Ausrüstung? Ich hätte gern langsam Massenbeschützer. Dafür müsste ich mir Sicherheit holen. So, da kann ich ja gleich noch eben kurz hoch. Sieht aus wie eine verbesserte Version von Sven da oben. Mal gucken. Also wenn der auch diese Buffs alle besitzt, der größere Vogel, dann ist der wirklich eine stärkere Version. Ja, das ist auf jeden Fall die Entwicklung davon. Sunny bringt mir bei dem jetzt gerade überhaupt nichts. So, Spurenwolke. Nur einer hat Schwäche bekommen. Dann halt die Kanalisierung noch drauf. Also er kann auch Kraft. Im Federsturm kann er auch. Das kann wirklich gut sein, dass er einfach eine stärkere Version ist. Dann würde Sven sich endlich entwickeln. Wenn wir das Entwicklungsitem von ihm kriegen können. Jawohl, ich habe Rüstungsbruch gerade zufällig bekommen. So, Teamplay. Und den Seelenstrahl auf ihn. Hat gut funktioniert. Einer ist weg. So, erstmal die Spurenwolke, weil die gut Schaden macht. So. Du bist, glaube ich, auch verbrannt, oder? Ist eh tot. So, Federsturm. Wenn das jetzt nicht ausrottet, dann weiß ich auch nicht. So, irgendein Item bitte. Nein, nicht das Ei. Ich will in die Liste gucken. Vielleicht sieht man im Monsterbuch ja was. Das finde ich übrigens so cool. Man kann halt hier ein richtig cooles Bild von denen sehen. Das könnte ich eigentlich auch für die Thumbnails verwenden, wenn ich wollte. Der Regenbogenblob sieht auch richtig cool aus. Da unten ist der Vogel. Es scheint so, als würde er eine Feder geben. Die für den Entwicklungsgebrauch ist. Kritring. Ist jetzt nicht das, was ich unbedingt haben wollte.
Vielleicht schaffe ich es ja offscreen, eine Feder zu holen. So, jetzt erstmal meinen Pufferfisch. Man schwimmt viel schneller auch mit dem. Oh Gott. Mega Meer. Na gut, die Strömungen, die kann ich ja jetzt ignorieren, ne? Ich kann jetzt einfach durchschwimmen. Euch ignoriere ich auch mal komplett. Ich guck mir gleich an, was unten alles ist. Erstmal oben gucken. Oh, hier ist der Stein. Nice, dann kann ich ja immer eben kurz Viecher abgeben. So, bin wieder zurück am Strand. Der Strand ist aber auch richtig groß, ne? Oh, hier sind diese Kongmatos. So, der Kampf ist rum. Schade, kein Dodo-Ei, weil ich muss noch ein Dodo-Ei abgeben. Ich war extra bei der Frau und hab mir nicht gemerkt, dass es ein Ei sein muss. Die Möhre und der Vogel. So, die Monster sind besiegt und ich habe wieder nichts bekommen. Nun einen Handschuh gefunden. Ja, komm, hier, säubernde Flammen, fertig. So, ist hier rechts noch was? Außer der Tod? Nein. So, dann gucken wir hier mal weiter. Da unten sind noch mehr Vögel, aber nicht die großen. Alter, das Strandbiom ist ja gigantisch. Also ich wusste ja gerade eben schon, dass es groß war. Aber so groß? Was hast du denn für eine coole Katze bei dir? Oh, du schon wieder. Seit wann, dass wir uns während unserer Reisen wieder und wieder begegnen, was? Dann auch noch ausgerechnet hier. Das ist der höchste Punkt des Horizontklippen. Die Berge der Schneegipfel sind zwar viel höher, aber ich finde, mit der Aussicht hier können sie nicht mithalten. Übrigens, diese vogelartigen Monster hier dagegen können sehr gut fliegen. Sie steigen viel höher als auf andere fliegende Monster. Ich persönlich nutze aber lieber meine eigene Kraft, um diese Berge zu erklimmen. Wie dem auch sei, ich habe etwas Neues gefunden, das dir nützlich sein könnte. Ein Wechselstein! Ja. Das Gespräch hätte man sich schenken können. Vögelchen! Und wieder ein Ei. Silberne Feder! Das Spiel hat mir trotzdem was gegönnt. Toll, und jetzt darf ich den ganzen Weg erstmal zurück. Oh, und man darf nicht runterfallen. So. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Also zuallererst mit dem Wechselstein gucken. Okay, es ist immer noch mit den Buffs. Und der bleibt auch der Buff-King. Okay. Das ist schon mal was Positives. Erstmal alle Buff-Fähigkeiten wiedergeben. Dann kriegst du den Federsturm durch. Zusammen mit der Hackordnung. Hier hat er auch noch Frostwind und Eissturm. Er hat endlich eine Fähigkeit, womit er mehrere trifft. Ladung. Er hat einen Ladungsverstärker. Jetzt kann Sven sich selbst wiederbeleben. Alter, das hat sich ja mega gelohnt. Sven hat jetzt erstmal von mir hier die Fähigkeit hier bekommen. Noch mehr Ladung. Nice.
Und du kriegst jetzt noch Frostwind von mir. Alter, das hat sich mega gelohnt. Ich muss dich jetzt nicht neu ausstatten, ne? Gut. Alter, ich bin mega glücklich damit. Das Problem ist, dass er der einzige Vogel in meiner Gruppe ist und mir der Vogelskill so gut wie gar nichts bringt. Außer für ihn selbst. Aber Junge, Sven, du bist jetzt mega cool. Ich nehme dein Entwicklungsbild sogar aufs Thumbnail drauf. Ja, also heutige Folge, mega Erfolg. Sven wurde weiterentwickelt. Wir haben jetzt die bessere Version von Sven. Oder besser gesagt, eine stärkere Version. Komme ich hier durch die Decke? Ja, komme ich. Ich kann jetzt auch höher fliegen. Eigentlich brauche ich Maxi nicht mehr. Den hatte ich nur wegen dem Fliegen. Ich schaff das. Okay, ich schaff nicht. Geht das hier überhaupt irgendwo hin? Nö. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden das heute hier. Die Folge war ja mega ein Erfolg. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.